Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe beim Simulanten oder vom Simulanten. Wir spielen wieder Anno 2205. Wir sind die Media Mani AG und wir sind mittlerweile Kundenfavorit Stufe 45. Also gar nicht mal so übel, würde ich mal behaupten. Ich drücke mal hier auf Weiter. Wir sind immer noch dabei, unser Firmenhauptquartier zu errichten. Dazu brauchen wir 150.000 Investoren. Es fehlen uns noch ca. 10.000, wobei es hier gerade auch noch weiter am Steigen ist. Wir machen gerade ein Defizit, sehe ich. Das ist nicht so toll. Ich kenne diese Markt. Gleich mal also, fassen Sie sich kurz. Gucken, wie denn hier so die Preise sind. Das ist ziemlich stark gestiegen. Nach Einkaufspreis, nach Verkaufspreis. IntelliWare ist ganz gut. Von der Differenz her. Ja, das war alles schon mal besser. Quantencomputer. Oh, die Qubit-Prozessoren sind nicht schlecht. Qubit-Prozessoren und Stimulantien, auch nicht übel. Und die Neuroimplantate. Titan, auch nicht übel. Titan, interessant. Okay. Titan und Qubit-Prozessoren. Oh, ich weiß noch, wie sie nur eine kleine Angestellte waren. Ja, danke. Wo bin ich zu Hause? Ah. Okay, Routenübersicht. Lass mal schauen. Stimulantien. Kann ich die erneuern? 4433. Naja. Das läuft aber noch eine. Na gut, ich mach's Ihre trotzdem mal. Werden auf dem Weltmarkt definitiv das hier. Oh, das ist mittlerweile besser geworden. Verarbeitet. Das ist schön. Die Waren gehen raus. Konnten wir das hier aktualisieren? Kannst du mal bitte weggehen? Informationen. Und die. Ah, das ist schlechter. Da sollte man noch von den 16.000 profitieren. Gut. Gut, gut. Qubit-Prozessoren und Titan. Titan kommt, glaube ich, von hier. Ich guck mal hier rein. Vielleicht können wir da noch eine lukrative Handelsroute einrichten, die uns ein bisschen Geld in die Kassen spült. Hier oben sind wir noch recht flexibel. Okay. Hier war doch Titan, ne? Nee, bin ich jetzt doof? Moment, jetzt muss ich nochmal. Augenblick mal. Ich muss erst diese. Ah, das war hier. Okay. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ich bin verwirrt. Titan. Das müsste ich, wenn, dann hier wieder abbauen. Auf See muss man das Ruder immer fest in der Hand haben. Ebenso wie im Geschäft. Willst du in meinem Hafen nicht ein paar Aufträge annehmen? Nein. Die werden gut bezahlt. Gestern nicht und auch heute nicht. So. So, da sind wir jetzt, glaube ich, voll. Okay, jetzt fehlen noch genau 10.000 Investoren. Das heißt, ich glaube, wir müssen noch eine Upgrade-Runde starten. Jetzt schauen wir erstmal Titan an. Kobalt. Willst du mich verarschen? Wo ist denn Titan? Hä? Ich
Ich glaube, ich bin gerade maximal blind, oder? Das ist doch Arktis. Superlegierungen. Oh, es kommt vom Mond. Ich bin ein Idiot. Es kommt vom Mond. Keine Ahnung, warum die Leute zu mir kommen, wenn sie ihnen Aufträge anbieten wollen. Schauen Sie selbst. Tja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. So, es gibt ja mittlerweile so ein paar Neuigkeiten. Ubisoft hat wohl so eine Umfrage gestartet, was die Fans denn so als nächstes haben möchten. Und man soll wohl in dem Spiel irgendwann mal auch auf dem Mars können. In einem späteren Add-on. Oder was weiß ich. Das werde ich dann vielleicht auch mal zeigen, wenn es denn soweit ist. So, aber jetzt... Ach, machen wir hier gerade 20 plus? Das ist aber schön. Kann ich das vielleicht noch ein bisschen... Ach, das ist einfach eine Mine. Das ist ja praktisch. Na, guck mal. Und hier haben wir noch relativ viel Platz. Sollten wir das vielleicht nutzen. So, dann machen wir so einen dicken hier. So, du brauchst wahrscheinlich wieder eine Straße, oder? Ja. So. Gibt's hier so einen Titanbauplatz? 30. Das kostet wahrscheinlich wieder 5 Magnetit. 39. Kann ich noch ein bisschen was abholen mittlerweile? Ah, 3. Ist nicht so viel. Verkaufst du? Ein Wort über diesen Ort, klar? Oh ja. Danke. Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. 22. Dann hau ich da noch was rein. Warnung. Einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. Einstellen weitere Arbeitskräfte. Arbeitskraftwartung minus 20%. Oh, da brauchen wir jetzt den Scheiß hier. Hm. Na gut. Wozu brauchen wir die Erde? Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. So. Dann machen wir das hier mal ganz fein dosiert. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Ja, ja, ist ja gut. Verschlechtert die Produktivität. 2, 1, zack. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. So, jetzt haben wir, glaube ich, hier ein schönes Plus von 50. Das heißt, jetzt kann ich hier eine Route einrichten. Von, also halt Mond, Titan, von da nach dort. 7000. Wenn ich hier hingehe, da ist nicht ganz so viel. Kaufen wir mal alles. Ihre Waren werden auf dem Weltmarkt so definitiv ihre Käufer finden. Sehr schön. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang. Jetzt sind wir hier mal leicht im Plus? Verbindung wird hergestellt. Produzieren ein bisschen Titan. Klein, was? Wo immer du hingehst, Nick war schon da. Und der bringt immer bergeweise hochwertige Waren mit. Nick. So. Und jetzt machen wir hier weiter. In meinen bescheidenen Räumen. Treten Sie ein und setzen Sie sich. Fehlende Gebäude dieser Art. Okay. Also. Ich brauche noch mehr Wohnhäuser. Dann. Ob ich das hier eigentlich automatisiert? Genau, das lasse ich jetzt mal wieder weg. Und
So, einmal Straße. Und nochmal. Die Welt wartet nicht darauf, dass du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Ja, was möchtest du? Achso, ich soll wieder abstimmen. So, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch was hin. So. Aber das reicht jetzt dann hoffentlich. So, kann ich hier vielleicht noch? Achso, ihr braucht aber eine Straße. Ihr braucht noch eine Straße. So. Gut. Dann haben wir mal das. Jetzt. Schauen wir mal, ob das hier wieder... Müssen wir hier wahrscheinlich wieder was fixen. Genau, wir brauchen Biokost und Wasser. Wasser ist da. Jetzt etwas Biokost. Wo haben wir uns da? Ich glaube, haben wir uns irgendwo da oben ausgedehnt. Genau. So, ich mach gleich mal zwei, dann sind wir ein bisschen mehr im Überschuss. Okay. Und dann können wir schon wieder ein Upgrade starten. Und neue Firmenstufe. Die Firmenmarken werden immer beliebter. So, 12 Häuser kann ich noch upgraden. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Oh, jetzt haben wir keine Vitamindrinks mehr. Vitamine. Vitamine. Okay. Ah, brauchen wir hier wieder was? Okay. Gut, haben wir das auch. Und ihr braucht... Habt ihr wahrscheinlich noch Bedürfnisse? Meinen Best. Genau, Informationen. Kleines Infozentrum. So, dann können wir hier auch wieder... Upgrades starten. 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, nein, geht nicht. Noch mehr Infobedürfnis, okay. Oh, hier passt nicht mehr rein. Zwei, eins, und Transferroute ineffizient. Fertig. Ursache: fehlende Waren. Fehlende Waren. Ach, das hier brauchst du jetzt, die Luxuskost. Okay. Luxuskost, aber das kriegen wir, glaube ich, schnell hin. Hier haben wir die Fabrik, ne? Genau. So, dann brauchen wir ein bisschen Vino. Und ein bisschen Fleisch. Und ein bisschen Sojabohnen.
wo immer ich die auch angebaut habe. Oh, wenn man immer sofort wüsste, wie das aussieht. Was sind diese Dinger da? Ach, hier habe ich noch. Okay, dann haben wir das gefixt. Das ist schön. Da passt alles. Bionische Erweiterung minus 1. Wir brauchten das. Braucht das schon die zweite Stufe? Entschuldigung. Eigentlich nicht, nee. Okay. Eigentlich braucht das die dritte, hatte ich mir eingebildet. Okay. Dann machen wir jetzt weiter. Jetzt werden die hier geupgradet. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So. Was brauchen wir? Sowohl als Arbeitgeber als auch als Mensch. Bionische Erweiterung. Sonst will er nichts, echt? Bei mir soll es recht sein. Bionische Erweiterungen. Na gut. Dann beschaffen wir doch da noch ein paar. Die Leute kontaktieren die LEC immer noch wegen Aufträgen. Die sollten sie annehmen. Die sind sicher gewinnbringend. So. Die haben wir, glaube ich, hier. Nee, da oben produziert. Genau, und da brauchen wir einfach den Kram. Und da haben wir noch genug. Plus 1, plus 1, dann haben wir 2, oh, wir brauchen fehlende Waren. Ein bisschen mehr Energie. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So. Komm, gib mir mal mehr Arbeitskräfte, super, dann passt das auch wieder. So. Und jetzt diese Handelsroute plus 2 plus 1 bestätigen. Objektprofil wird aktualisiert. Was machst du hier draußen, mein Freund? Boah, dass man diese Glück für uns beide. Diese komischen Dinger hier nicht abstellen kann. Ich habe schon mal geguckt, aber habe es leider nicht gefunden. So. Das war's dann schon, ne? Jo. Sieht gut aus. Dann. Beziehungsweise. Ah, ich glaube, wir haben noch ein Sicherheitsbedürfnis irgendwo, oder? Sicherheitsversorgung 96. Da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen. Security. Ach komm. Skandal. Hier ist das, der Platz ist mir zu wertvoll, aber hier kann ich noch was reinknallen. Was? Wieso kann ich denn euch hier noch... Es ist, ich kann dich doch upgraden. Tag. Warum sehe ich das dann hier nicht? Ach Gott, die Fetten. Ach, ich bin ein Idiot. Ich habe immer nur die einzelnen Häuschen. Dabei kann ich hier noch viel mehr machen. Na super. Transferroute ineffizient. Ursache? Na gut. Fehlende Ware. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Na klar, jetzt macht das auch Sinn.
warum das gerade so Transferroute reibungslos ging. Ursache: fehlende Waren. So, jetzt. Jetzt sieht das hier bestimmt schon wieder anders aus. Genau, jetzt fehlt auch schon wieder Wasser. Okay. So. Oh, Logistik. So, Wasser haben wir. Dann brauchen wir wieder unsere gute Tante Biokost. Dann brauchen wir Vitamine plus 6. Kann ich mir gleich nochmal so ein Ding dahinstellen. So. Und dann brauchen wir Obst. Ein bisschen Obst. So, ich mach das gleich mal dahin. Da ist dann hoffentlich ja die letzte Upgrade-Runde ist. So. Perfekt. Dann noch Verjüngungskuren. Da brauchen wir dann wieder die guten Algen und diese Teile da. Okay, wo habe ich denn da? Genau, das war das. Das war das und hier waren die Verjüngungskuren. Plus 8. Plus 8. Dann Verjüngungskuren. Plus 6 plus 6. Und jetzt brauchen wir Alge. Da sind wir schon überall voll. Ich glaube, hier hatte ich noch Platz. Irgendwo. Hier. So. Sehr schön. Hätten wir das, dann brauchen wir IntelliWare. Das können wir auch alles hier produzieren. IntelliWare. So, da haue ich glaube ich hier noch was rein. So, da sind wir auch im Plus. Oh, es geht sogar noch. Mikrochips, Flachsfasern. Wow, super. Dann sind wir jetzt ausgelastet. So, dann brauchen wir aus der Arktis wieder Neuroimplantate. Das wird jetzt mit Sicherheit wieder. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe hier ein Lager. Wir könnten Geschäfte machen. Diese etwas problematische Geschichte. Was wollen Sie deswegen unternehmen? Ja, du kannst es gerne. Dann machen wir das halt. Ja, hallo. Jetzt mache ich zwar nicht mehr so viel Gewinn, das ist ein bisschen doof. Aber gut. So. Verarbeite Informationen. Die Neuroimplantate. Dazu. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Oh Gott.
Jetzt brauchen wir wieder Kram. So, hier. Kann ich hier noch? Ah, hier kann ich noch Energie produzieren. Das ist schön. Da brauche ich dann das da. Das habe ich auch noch. Sehr gut. Hier baue ich diese Dinger. Oder kann ich sogar noch eins dran tüdeln? Transfer, Output von Transferrouten bei 0. Ist ja gut. Gegenmaßnahmen empfohlen. So. Dann macht ihr halt hier wieder ein kleines Upgrade. Jetzt brauche ich mit Sicherheit wieder ein paar neue Wissenschaftler. Warnung. Einstellen weitere Arbeitskräfte empfohlen. Ja, ja, mache ich ja. So, ich hoffe, das reicht. 4, 3, 2, 1. Passt. Dafür brauche ich jetzt wieder mehr Molybdän. Um das zum Laufen zu kriegen. Das ist Molybdän. Boah. Muss ich jetzt noch so ein Ding bauen? Huch. Habe ich hier keine Straße? Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ach, jetzt brauchst du hier ein Transportzentrum. Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. So, komm. Stell mal Leute ein. So, jetzt passt das wieder. Stimulanzien brauchen wir jetzt noch. Jetzt kann ich aber erstmal hier wieder die Route aktualisieren. Das da. Verarbeite Informationen. So, die Stimulanzien. Da brauche ich Korallen. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Hier kann ich tatsächlich noch ein Modul bauen. Plus 1, plus 1. Und jetzt brauche ich wahrscheinlich Korallen. Na super. Ist das auch schon leer? Boah. Ah, okay, das passt aber jetzt. Sehr schön. Haben wir das auch noch irgendwie hingekriegt? Was machst du hier draußen, mein Freund? So ein Glück für uns beide. Jetzt können wir direkt miteinander sprechen. Ja. Glück würde ich das nicht nennen. Aber gut, jedem das seine. So. Dann, hier sieht es alles positiv aus. Hier auch. Mond auch. Das heißt, jetzt kommt wieder die letzte Stufe. Beziehungsweise. Oh, Mobilität. Wir brauchen wieder etwas Mobilität. Manager.
Mobilität. Machen wir das nochmal so. Gut. Schau mal. Oh, die Zahl der Investoren ist sogar auch schon wieder ein bisschen gestiegen. Okay. Ach, wir können noch mehr Manager oder Administratoren zu Managern aufsteigen lassen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Dann tue ich das doch einfach nochmal. Jo, neue Firmenstufe. Ihr globaler Marktwert ist gestiegen. So. Okay, jetzt hat sich das natürlich wieder alles ein bisschen verschoben. Transferroute ineffizient. Ja, ist ja gut. Ursache? Fehlende Waren. Das heißt, wir brauchen wieder etwas Biofraß. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr viel Micromanagement, was wir hier haben. So, das passt. IntelliWare. So, jetzt brauchen wir auch wieder Mikrochips. Wo bastel ich die? Hier. Und jetzt brauche ich wieder Silizium. Silizium. Mine. So. Jetzt hier Happa Happa, Luxuskost. Das da. Plus 8. Das ist schön. Und wir brauchen etwas Vino. Boah, der Wein, der braucht echt so viel Fläche. Sehr gut. Das passt. Arktis passt. Mond. Ah ja. Schwerkraftkompensatoren. Aber die brauchen wir doch für die letzte Stufe erst, ne? Dieser Ort ja. Ist so schön, dass es fast wehtut. Aber wir brauchen noch bionische Erweiterungen vom Mond. Schön, dass Sie hier weitere Kolonien gründen. Das sind sichere Zwischenstationen für unsere Konvois. Und dann können wir uns außerdem wieder können Sie mit uns handeln, wenn wir hier sind. Um die letzte Stufe kümmern. So, das da. Transferroute ineffizient. Ja, jetzt hast du wieder den Scheiß hier. Fehlende Waren. Ach super, jetzt muss ich. So, ich stell mal hier ein paar. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, nach was denn? Sieht doch alles noch ganz dufte aus. So. Jetzt wieder diese Handelsroute. Na, komm, nein. Die Null. Danke. Objektprofil wird aktualisiert. Die Welt ist klein, was? Wo immer du hingehst, Nick war schon da. Und oh, dieser Typ, ne? Immer bergeweise. Oh. Warum rege ich mich eigentlich auch immer drüber auf? Ich kann es ja eh nicht verhindern. So, dann holen wir uns jetzt Investoren. Was, nur 3 Stück? Das ist aber enttäuschend. Ach, warte, was? Umschalttaste und anklicken? Oh. Hätte mir das mal einer vorher gesagt. Neue Gebäudearten verfügbar. Ja, was denn? Oh. Jetzt sind wir über 150.000. Das ging aber schnell. Neue Erfolgsebene erreicht. Bam. Da müssen wir jetzt nur noch gucken, dass das hier alles funktioniert.
Okay, wir brauchen noch Androiden. Androids. Androiden. So, wir suchen mal die Androidenfabrik. Dafür brauchen wir KI-Montagefabrik. Du brauchst Silizium und den Kram. Kann ich da noch was dran setzen? Ja. Sehr schön, und hier sehe ich... Ich will ja nicht drängeln, aber was macht denn besagter Job? Brauchen wir noch Synth-Zellen. Gut, das passt. Sehr schön. Arktis haben wir alles. Okay, da brauchen wir Schwerkraftkompensatoren. Das war's dann auch schon. Na, das ging doch jetzt doch ganz geschmeidig. Also einmal Schwerkraft. Und versorge die LEC-Kolonien, die sich gegen die Orbital Watch auflehnen. Sie möchten das auch tun? Dann handeln Sie mit mir. So, Schwerkraftkompensatoren. Hier. Ah ja, das sollte aber klar... Oh nein, was? Warum ist das... Hä? Warum zur Hölle ist das so groß? Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis von bestimmten Gütern. Output von Transferrouten bei null. Oh. Gegenüber Transferroute ineffizient. Alter, das war aber teuer. Ursache: fehlende Waren. Fuck. Transferroute ineffizient. Ursache: okay. Fehlende Waren. Ich brauche noch mehr. Was habt ihr hier eigentlich für ein Bedürfnis? Diese Wartungsstation, ne? Transferroute ineffizient. So, zieht ihr jetzt wieder ein? Fehlende Waren. Ja, sieht so aus. Warnung. Energiemangel. Ja. Komm, jetzt brauche ich erstmal genug Arbeitskräfte. So, und jetzt muss ich den Energiemangel lösen. Fusionsenergiezellen. Hier. Oh, und jetzt brauche ich wieder Magnetit. Das ist wirklich so ein bisschen der Engpass. Kannst du mir noch was verkaufen? Ich weiß, wie es hier aussieht. Nein. Aber das ist alles, was wir haben. Gut, dass Sie da sind. Ah, jo, ich habe einen das Job ist gut. Für Sie. Das wäre geklärt. Das wäre geklärt. Ach hier. Hier stehen wir ja schon. So, wen soll ich kaputt machen? Volle Kraft voraus. So, komm. Ich brauche das Magnetit. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie. Ja, ja. Das verringert ihre Produktivität. Ich bin ja nicht blind. Gute Dame. Roger. Wehrt sich das Ding eigentlich? Willst du mich verarschen? Wo ist meine Drohne? Hä? Hallo? Warum hat der das nicht angebracht? Ich hab doch drauf gedrückt. Koordinaten bestätigt. Mann. So, jetzt komm, gib mal Gas. Ach, jetzt hängt der hier. Ach, Junge. Ist doch nicht so schwierig. Ja, schön, dass ich draufstehe.
als wüssten sie Effizienz zu schätzen. Ja, genau, das war jetzt auch sehr, sehr schwierig. Okay, gut. Das da. Transfer Output von Transferrouten. Okay, das passt, 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 passt. Gegenmaßnahmen empfohlen. Jetzt brauche ich Output von Transfer und Transferroute ineffizient. Komm jetzt, lass mal schnell Leute einziehen. Oh, jetzt brauche ich schon wieder Magnetit. Transferrouten bei null. Gegenmaßnahmen empfohlen. Oh, ich schrei gleich. Warnung, zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. So, muss ich jetzt tatsächlich ein neues Kraftwerk bauen? Offiziere, Fusionsreaktor. Das ist zwar wieder teuer wie Sau, aber... Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Jetzt habe ich wieder keine Arbeitskräfte. Alter Schwede... Oh, das war sehr clever von mir hier. Achtung, zu wenige Arbeitskräfte für Produktionsanforderungen. So. So, danke schön. Brauchst du jetzt noch was? Nein, nicht mal. Ich bin überrascht. So, jetzt passt wieder alles. Wir haben Energie. Wir haben das, wir haben das. Und wir haben Schwerkraftkompensatoren, die ich jetzt wieder liefern kann Richtung Erde. Sortiere Daten. Du bist so, dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alles. Schau mal in meinem Hafen, was wir brauchen. Da gibt es immer wieder lukrative oder Anträge. Zumindest die Voraussetzungen erfüllt, um hier mit unserer Hauptquest weiterzumachen, das Firmenhauptquartier zu bauen. Aber das braucht wahrscheinlich auch wieder Unmengen an Ressourcen. So, ich check hier nochmal alles. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, das passt alles. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir brauchen erstmal 1 Million Credits. Da geht's schon los. Boah. Dein Ernst? Ansonsten von den Rohstoffen haben wir aber alles für das Fundament zumindest. 1 Million Credits. Kann ich irgendwas verkaufen? Du bist am richtigen Ort. Nick hat alles, was du brauchst. Ja, das reicht aber alles nicht. Einen solchen Deal würde ich niemals ablehnen. Na gut, wir haben noch gut auf Lager. Habe ich das jetzt gekauft? Bin ich ein Arsch? Hä? Ohne Menschen wie mich würde hier nie etwas erleben. Aber das sind doch Anfragen. Ich dachte, der kauft das an. Was soll denn das jetzt? Die Welt ist nicht nur schwarz-weiß, mein Freund. Du musst in der Grenze. War das jetzt ein Bug? Warte mal. Anklicken, um Waren zu verkaufen. Willst du mich verarschen? Im Geschäft ist man entweder Fisch oder Hai, mein Freund. Und wir alle wissen, dass Fische fast ausgestorben sind. Das funktioniert doch auch. Nick erkennt ein Wieso hat mich das jetzt was gekostet? Oder war das eine 3 und keine 8? Warum dauert das so lang? Die richtige Ware zum richtigen Preis. Komm, ich verkaufe mal den ganzen Scheiß hier. Dann haben wir einen Deal, mein Freund. Die richtige Ware zum richtigen Preis.
mal alles abstoßen. Dann haben doch. Wir einen Deal, mein Freund. Okay, dann war das wahrscheinlich eine 3. Ich dachte, ich hätte schon 8. Ja, genau. Mach mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. So, okay. Ja. Dann können wir noch die anderen Gebiete abklappern und gucken, ob wir da noch was verkaufen können. Um so noch ein bisschen Geld zu kommen. Ansonsten, wie viel brauchen wir denn für die nächste Stufe? 235.000. Bräuchte ich noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch höher gehen will von der Bevölkerungszahl. Ganz einfach aus dem Grund, ja, weil ich dann wieder alles anpassen müsste. Das kostet ja dann auch wieder. Ja. Aber das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, ein Kommentar oder ein Abo, wenn noch nicht vorhanden. Da freue ich mich wie immer sehr drüber. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Der Simulant. Wir spielen Anno 2205. Macht's gut, bis bald und Servus.